Ja, jetzt ist es mal wieder passiert. Wir stehen hier am Marienplatz. Der Karl wurde gerade von der Polizei auf der Bühne angeblich wegen keiner Maske festgenommen. Das OSK hat einfach auf die Bühne gegangen und hat den Karl eingesammelt. Es war wieder eine absolute Unverschämtheit. Auf der Bühne darf der Redner oder muss auf der Bühne der Redner keine Maske tragen. Das heißt, hier geht es mal wieder voll zur Sache. Das ist politisch motiviert und schränkt die Meinungsfreiheit massivst ein, würde ich sagen. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ja, für euch jetzt noch ein kleines Rätsel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin zweimal dran vorbeigelaufen, habe ihn nicht erkannt. Man muss ihn hier in München nicht vorstellen. Schaut euch selber mal an, wer da steht. Kommt ihr sofort drauf? Ich bin ein paar Mal daneben vorbeigelaufen, bis man mich dann angetippelt hat. Muss man normalerweise nicht vorstellen, Josef Dornbusch, unser toller Arzt aus München, der uns schon viele Male auf den entsprechenden Demos begleitet hat und natürlich auch dann glühende Reden, gerade jetzt zu Fasching/Karneval, geschwungen hat. Josef, wie war es für dich auf der Bühne? Wenn man auf der Bühne steht, ist man immer angeregt, aufgeregt und animiert, dann in die Vollen zu greifen. Und bei so einer Karnevalsvorbereitungsstimmung, Maskerade, ist es dann ein leichtes Mal, richtig in Fahrt zu kommen. Also ich musste mehrfach lachen, das hast du sehr, sehr gut gemacht, das wirklich aus dem Herzen gesprochen und natürlich den ein oder anderen Witz oder die eine oder andere Anekdote natürlich dann zum Besten gegeben, was gut bei den Leuten ankam. Hoffentlich machst du das auch weiter für uns. Also ich bin hier weiter frohgemut und auch angriffslustig, die Situation, in der wir jetzt sind, irgendwie einem Ende zuzuführen und das mit meiner beruflichen Expertise natürlich unterfüttert. Ich finde auch großartig, was du so drumherum machst. Also du begleitest ja viele Personen, die auch gerade jetzt eine schwierige Zeit haben. Gibt es da was Spezielles, was dir am Herzen liegt? Weil die Leute haben irgendwie so ein bisschen das Lachen ja gerade eben verloren. Und wir haben viele Genozide, die Leute, die auch in ganz schwierigen Situationen sind. Gibt es da was, was du uns sagen kannst? Ja, diese Nacht ist ein Patient von mir gestorben mit einem ausgedehnten Krebs. Und der hat eine Behandlung noch in diesem Jahr erfahren. Das ist ein Jahr Laufzeit hatte er mit diesem Krebs. Und die Probleme, die wir hatten, um diesen Patienten durch die verschiedenen Therapien zu führen, ja, die Schwierigkeiten, die wir hatten, diesen Patienten im Krankenhaus zu begleiten, jetzt auch noch zum Schluss in der Palliativstation und auch im Hospiz, waren erschreckend, weil dann musste getestet werden, dann musste man negative Teste vorweisen. Man kam nur eine Person rein. Ganz, ganz, ganz erschreckend. Er ist jetzt gestorben, er ist erlöst. Ich bin überzeugt, er ist im Himmel, weil er wirklich sehr, sehr gut gelebt hat und mit seiner Frau das wirklich gut gemeistert hat. Aber die ganze Pandemie-Maßnahmen-Situation war furchtbar erdrückend. Ja, den wollen wir ins Gebet einschließen an der Stelle. Da sind wir beide ja auf derselben Seite. Wir waren ja vor ziemlich genau 4 Wochen, waren wir bei Menschen machen Mut bei der Veranstaltung und da hast du aus meiner Sicht die wichtigsten Worte in dieser Pandemiezeit gesagt. Du hast wortwörtlich gesagt, es muss auch erlaubt sein zu sterben. Da ist vielleicht auch der wichtige Punkt, das Wie, oder? Ja, ja, klar, das Wie ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Ich habe noch einen anderen Menschen jetzt hier vor Augen, der im privaten Umfeld jetzt im Sterben liegt und wo die Angehörigen einen Terz gemacht haben darum, dass ich ihn nur mit Maske besuchen dürfe und ich den Leuten klar machen musste, dass Nähe, ja, Mimik, gerade in solchen Situationen, wo die Sprache versagt, sehr, sehr wichtig ist, das Berühren, ja, das Lachen und dass das verwehrt wird, sogar in den persönlichen Bereich hinein, wo die Leute fremd und falsch gesteuert sind. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man dann aus diesen schweren Momenten auch wieder rauskommt. Gibt es für dich eine Methode, wo du einfach den Leuten ganz klar sagst, lacht wieder, kommt wieder ins gute Gefühl. Was würdest du den Leuten da jetzt raten? Außer jetzt Karneval, geht auf die Straße und tanzt. Also ich sage den Leuten immer, sie sollen sich auf eine lange Zeit einrichten, wo man noch mit diesen Maßnahmen zu kämpfen hat und dass man mit seinen Kräften haushalten soll und sich auch nicht über jedes und alles aufregen soll und sich verbünden soll mit Menschen, die gleichgesinnt ist und die soll man suchen und den Kontakt doch pflegen.
Lieber Josef, danke dir für deinen Einsatz. Wie immer gute Nachrichten vom Marienplatz. Danke für deine tollen Worte heute. Es war wieder ein großes Vergnügen und hast wieder einen großen Pluspunkt in meinem Herzen geschaffen mit einem großen Lachen. Dankeschön. Ein ganz spezieller Gast heute, der Retter ist hier. Nein, nicht Markus Söder. Wir kennen uns schon aus Berlin. Der hat uns damals schon die Haut gerettet. Am 1.8. durfte er fahren, hatte die Straße freigeräumt und ist jetzt hier zur Verstärkung in München. Konnte leider nicht verhindern, dass Karl hier vom Platz geführt wurde. Lieber Superman, wie geht's dir? Ja, hallo. Wie immer viel zu tun, bisschen müde. Viele denken, dass ich Urlaub gemacht habe, das habe ich nicht. Wir bauen momentan ein kleines Netzwerk auf, um den Menschen tatsächlich weltweit zu helfen. Wir schützen Leute und wir retten sie. Genau das, was meine Aufgabe natürlich ist. Ja, da wollte ich gerade sagen, die Superhelden-Definition ist ja ganz einfach. Viele Leute glücklich machen und im Notfall retten. Ja. Habt ihr da ein neues Konzept? Ja, wir haben eins, das nennt sich Helfer. Das ist ein Projekt, was wir aufbauen. Da hilft man sich kostenlos gegenseitig, wie gesagt, weltweit. Wir retten tatsächlich Menschen vor Suizid, weil wir kriegen immer mehr Anrufe, wo die Menschen sich umbringen wollen. Und genau das versuchen wir zu verhindern. Allerdings, und da frage ich mal die Regierung, warum verhindert sie das nicht? Eigentlich ist das eure Aufgabe, nicht unsere. Dass ab und zu mal was passiert, da können wir mal einschreiten. Aber dass es jetzt so oft passiert, Jungs, das geht nicht. Ich habe gestern noch mit der Antifa gesprochen und sogar die Antifa ist der Meinung, dass die Maßnahmen total überzogen sind. Also langsam würde ich sagen, reicht's, oder? Ihr habt ein Exempel statuiert, wir wissen jetzt, was ihr drauf habt, aber jetzt fangt wieder an, menschlich zu werden, weil das kann nicht sein. Ich sehe halt hauptsächlich, wie du auch, die Problematik, dass die Menschen einfach völlig kaputt sind. Also dieser ganze Einsperren, Trennen, sozial Angst machen, die ganze Bandbreite, die hinterlässt bittere, tiefe Spuren. Ja. Siehst du eine Möglichkeit, wie wir die Leute wieder ins Lachen und wieder ins positive Gefühl bekommen? Auch mit Superhelden natürlich, aber hat ja nicht jeder einen? Ja, man muss den Menschen einfach nur wieder eine Hoffnung geben. Eine Hoffnung, wieder menschlich zu sein. Das machen wir genau mit diesem Helferprojekt. Wir sammeln die Menschen da auf, wo sie gerade sind. Und wir geben denen eine Zukunft. Die Zukunft sieht aber nicht so aus wie die, wie der Staat sie gerade aufbaut, sondern genau andersrum. Wir helfen uns gegenseitig, wir lernen uns kennen. Wir versuchen wieder Sozialkompetenz und Sozialverantwortung wieder zum Menschen zu bringen. Und das klappt wunderbar. Das heißt, wenn wir anfangen, zusammen zu arbeiten, das ist das, was wir auf den Demos immer sehen. Und das ist fast egal, welche Demo. Weil bei fast allen Demos arbeitet man zusammen, Hand in Hand. Und was passiert bei einer Naturkatastrophe, arbeiten die Menschen genauso. Und das ist die Hoffnung, die sie haben. Und genau das erwecken wir. Und dieses Symbol ist ein Zeichen der Hoffnung. Und genau das versuche ich auch den Menschen weiterzugeben. Also mir hast du schon in der Sekunde schon ein warmes Gefühl und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Gelingt immer wieder durch deine Art und Weise, wie du ja hier auch an die Sache rangehst. Ich bin ja sehr, sehr verbunden dafür, die anderen auch. Also die unsere Zuschauer natürlich auch. Also ganz speziell, wenn du jetzt zusiehst und dich fragst, was du tun kannst. Superman, wo findet man dich dann? Also mich findet man tatsächlich überall. Aber du kannst deinen Menschen helfen vor Ort. Zum Beispiel über die Projekte wie helfa.org, bei helfer.org. Da kann man Infos kriegen, wie man sich zusammen vernetzen kann. Ihr könnt auch Mutigmacher zum Beispiel helfen oder. All die Leute machen auch bei uns mit. Wir sind zusammen und wir werden größer und wir werden mehr. Und vor allen Dingen, fangt an zu lieben. Denn Frieden schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten. Also lasst uns zusammenhalten, um Frieden zu schaffen. Und lasst es uns in Liebe machen, weil anders funktioniert es nicht. Deswegen super Worte von Superman, wie immer, alles super. Das heißt, wenn ihr aus dem Haus geht, seid doch so lieb. Schenkt dem, den euch als erster entgegenkommt, ein Lächeln. Vielleicht kriegt ihr ein Lächeln zurück und mit jedem Lächeln, das ihr wieder zurückkommt, könnt ihr wieder eins weitergeben. Deswegen von uns hier der herzliche Gruß aus München, Weltstadt mit Herz. Deswegen von uns hier mit Superman gemeinsam. Bleibt dabei, bleibt dran, kommt in die Liebe zurück, nehmt euch die Zeit für euren Nächsten. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser schwierigen Zeit. Ganz wichtig wäre auch noch, reden ist zwar ganz wichtig, das muss auch alles raus, aber hört den Menschen mal zu. Und wenn ihr ihnen zuhört, egal wem, der Antifa, den Leuten aus eurer Nachbarschaft, egal wem, das ist das Wichtigste. Weil nur dadurch verstehen wir, was unser Nächster macht. Und nur dadurch verstehen wir, was er braucht. Und das Lächeln ist eines der wichtigsten Sachen. Das haben die im neuen Superman-Film nebenbei rausgeschnitten. Das geht gar nicht. Ich lächle immer. Darauf könnt ihr euch verlassen. Auch ohne Maske. Danke, dass du hier bist. Superman ist überall. Die Mut nicht verlieren. Kommt hierher. Marienplatz, Odeonsplatz, Autokorso, egal wo. Sucht euch eine Demo, irgendeine Aktion nebendran. hlfa.org.
ist die Webseite, wo ihr Hilfe bekommt. Auch die Vernetzung ist wichtig, ganz lokal. Kommt endlich wieder lokal zusammen, das würde allen helfen. Und wenn ihr rausgeht, einfach immer wieder lächeln. Nicht vergessen, immer wieder lächeln, auch wenn es schwerfällt. Das macht uns Menschen aus. Wir müssen durchhalten und zusammenhalten. Ja, jetzt ist es mal wieder passiert. Wir stehen hier am Marienplatz. Der Karl wurde gerade von der Polizei auf der Bühne angeblich wegen keiner Maske festgenommen. Das OSK hat einfach ist auf die Bühne gegangen und hat den Karl eingesammelt. Es war wieder eine absolute Unverschämtheit. Auf der Bühne darf der Redner oder muss auf der Bühne der Redner keine Maske tragen. Das heißt, hier geht es mal wieder voll zur Sache. Das ist politisch motiviert und schränkt die Meinungsfreiheit massivst ein, würde ich sagen. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Da hinter uns die Polizei mit dem Karl Hilz. Der wahrscheinlich wird es einen Platzverweis geben. Markus Heinz hier unterwegs, leider nicht da. Wir werden es natürlich hier weiter dokumentieren. Sind ja auch viele live drauf. Aber halt ganz, ganz bitter gerade eben, dass das wieder diese Runde geht, dass einzelne Personen, die wohl nicht genehm sind, aus politischer Sicht heraus hier von der Bühne geführt werden. Entscheidend ist aber auch, dass auf der Bühne bis jetzt noch nie jemand, während er redet oder ganz kurz davor ist, irgendwie festgenommen wurde. Das ist also mal wieder völliger Blödsinn, so wie es auch in Rosenheim war, dass Karl Hilz einfach nicht auf den Platz durfte. Und das ist natürlich schon ein Hohn und keinesfalls irgendwie demokratisch zu sehen. Deswegen für uns einfach jetzt mal hier nochmal wichtig, dass hier alles friedlich bleibt. Die Polizisten sind es nicht. Da ist irgendjemand dran, der da den Ton angibt und sagt, der Karl darf da nicht sprechen. Diese Person gilt es dann irgendwann mal zu identifizieren, wer das ist. Und dann werden wir weitersehen. Deswegen bleibt dran, bleibt im Gefühl, bleibt friedlich. Und jedes Mal, wenn ihr jemand seht, der hier festgenommen wird, dann denkt einfach dran, friedlich bleiben. Ja? Bis dann. Ja, die Polizei geht genauso vor wie beim letzten Mal. Sie lässt auch Presse dann einfach nicht durch. Wir stehen jetzt zwar auf der anderen Seite, dahinter uns sehen wir auch die Verantwortlichen, die hier das Sagen haben, die sich immer wieder gleich mit den gleichen Begründungen hier durchwursteln, ist für alle eine schwierige Situation. Das USK hier, was völlig übertrieben ist, hier ist alles total friedlich, niemand rumpelt hier irgendwie rum und es ist sehr, sehr verwunderlich, was hier so passiert. Karl Hilz ist jetzt nicht am Platz, wir haben ihn nicht mehr gesehen, wahrscheinlich wieder festgesetzt von der Polizei und deswegen, wir bleiben jetzt da dran für euch, wollten euch nur mal die Polizeimassen hier nochmal zeigen, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt, was hier eigentlich so passiert im Hintergrund.